Das ist jetzt ein Test, wie die Maske wärmer und kälter wird beim Ein- und Ausatmen. Die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron schlägt die Gesamtzahl in der Zahl der Neuinfektionen nieder, aber noch nicht bei der Auslastung der Intensivstationen. Einen Grund dafür sieht die Intensivvereinigung Liebenthalben, dass sich bislang vor allem unter 35-Jährige angesteckt hätten, bei denen die Krankheit meist leichter verlaufe. In Berlin sind wegen der hohen Infektionszahlen seit heute Informationen zu Corona in einem Berliner Einkaufszentrum. Es ist ein Versuch, die Menschen direkt anzusprechen, auf Deutsch, Türkisch und Arabisch. Die Idee hinter der Aktion...